Moin Moin, grüß dich Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Part Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir geben hier ganz kurz die Quest ab, dass wir diesen Kruduk besiegt haben. Ich hatte gehofft, ihr würdet wiederkommen. Die Arbeiter haben von Blutfluch nichts gehört und nichts gesehen, seit ihr in die Wüste gezogen seid. Das heißt, sie können mit der Arbeit in der Dünenkopfmine beginnen. Und ihr habt eure Belohnung verdient. Dankeschön. Ihr seht zwar aus, als könntet ihr auf euch selbst aufpassen. Ja, ich hab Monster-Kruduk hier alle gemacht. Okay, und da wir jetzt... warte mal, hab ich überall neue Sachen? Also, ich verkaufe jetzt nur kurz Sachen. Wenn ich schon mal hier bin, was habe ich hier Neues? Wir haben geile Werte. Aber die haben... naja... Ansehen tue ich sie jetzt nicht. Zeitlosen Medaillon, Schadensresistent. Weg. Anhänger der Wärme behalten wir. Für uns Ring behalten wir auch. Konsumgut, was haben wir hier? Ja, hier haben wir ein paar neue Tränke mal wieder. Die ich eh alle nicht benutze, weil ich es eh immer vergesse. Und Gegenstände. Geformter Stein. Zum Plunder. Das müssen wir behalten und ja. Gibt es hier irgendwo einen Shop? Hallo? Hä? Ich klicke doch nirgendwo, wenn ich Gebietskarte drücken. Hier gibt es noch einen Schmied. Aber hier gibt es eine Quest. Bei dem hier. Apulle Wirre. Zum Glück seid ihr hier. Meine Bergarbeiter, sie haben den Verstand verloren. Bei meinem Bart. Gerade als beide Minen wieder in Betrieb genommen werden konnten. Die Wahnsinnigen sind in die Wüste geflohen. Ich wollte einen von ihnen aufhalten, aber seine Augen waren leer. Nur ein seltsames Licht schien dahinter. Er sah aus, als sei er verflucht. Das ist das Werk dieses Feind, der auf dem Hügel am Rand der Stadt sitzt. Wenn ihr diesen Feind findet und den Fluch brecht, werde ich euch großzügig belohnen. Verdammt richtig. Es gibt keine andere Erklärung. Er nennt sich Kalovar. Ein recht höflicher Bursche, aber ich habe ihm nie über den Weg getraut. Als wir hier den Betrieb aufgenommen haben, ist er alle Nase lang aus dem Sand aufgetaucht und wollte uns überreden, zu verschwinden. Jetzt ist es offensichtlich. Er war sicher auch für die anderen Probleme verantwortlich. Kruduk, der Angriff auf Schluchtbühl, all das stinkt nach Feinmagie. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jeder Tag, den die Minen geschlossen bleiben, kostet... Nichts läuft nach Plan. Diese Quest werde ich jetzt sicher nicht machen. Denn ich bin ja auf der Seite eigentlich von den Feuern. Die sollen hier weggefälligst. Und der arme andere da, der, wenn schon, soll hier weiterbauen. Und ich wette, wenn wir die Jahrhundertpflanzen machen, dann könnten wir ihn wahrscheinlich überzeugen, wegzugehen. Aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Denn ich habe jetzt Bock auf die Hauptquest wieder. Wir gehen jetzt zu, das Überhanglager. Und werden dort erstmal sinnlos jetzt gerade einen Tag nehmen und werden dort mit Aggard reden. Und der hat eine Spur zu Octane. Und Octane weiß vielleicht, wo Famerus Hughes ist. Und ja, wer nicht weiß, wer Famerus Hughes ist, schaut euch den ersten Part an. Oder zweiten Part? Ne, ich glaube, im zweiten Part, glaube ich, ist er erst. Okay, hallo, ist hier jemand? Ne, sieht nicht so aus. Ach, müssen wir erstmal ein bisschen laufen. Ein bisschen Texturen ploppen rein. Stellt da keinen. Deswegen schaue ich immer so. Ich schaue immer am Boden. Dann fällt es nicht auf, wenn die Texturen reinploppen. Oh, das ist da oben, oder? Wie komme ich dann da hin? Oh nein, eine Banshee. Höllen-Banshee. Ich weiß, dass sie Banshee heißen oder so, aber ich nenne sie Banshee, weil... ja, aus Mass Effect. Die erinnere mich echt so an die Mass Effect. Ein richtig asozialer Gegner, den man nie richtig weghauen kann. Der einen fertig macht, der unfair ist, der gemein ist. So. Okay, jetzt noch hier schnell die Mugrenze alle machen. Immerhin sind hier unterlevelt. Sonst hätte ich echt Angst. Aber ich glaube, es war echt die richtige Entscheidung, erst in die Erdatel-Ebene zu gehen. Denn wenn die Monster hier am Anfang in die Tür gewesen wäre, ich wäre so down gegangen, glaube ich. Okay, das war's. Kür aus der Eisabschwächung. Hier, was hast du? Ein bisschen Gold. Und was ist hier? Ein lyrisches Segen. Ach, braucht doch kein Mensch. Ich hätte viel, viel lieber irgendwie was von Mitaro. Okay, dort oben. Komm, ich will jetzt Aggard treffen. Ich habe so lange schon nicht mehr mit Aggard getroffen.
Ah, Elgard, mein gesunder Säufer hier. Okay, toll, das ist es jetzt hier. Was ist denn? Octane-Schutz. Was wollt ihr? Octane-Schutz. Geht weiter. Und dort? Was ist denn? Ist Octane. Ihr? Ihr seid meine Kontaktperson? Ich hätte es wissen müssen. Pünktlichkeit ist keine der Stärken eures Volkes. Dabei habt ihr ohnehin schon so wenige. Adessa ist die gewaltigste Bastion des Wissens und der Weisheit, die es in dieser Welt gibt. Die Alpha haben ihre Künste und die Menschen ihre Götter. Doch wir folgen allein den verlässlichen, berechenbaren Gesetzen der Naturwissenschaften. Sein Wissen ist von unschätzbarem Wert und darf nicht in falsche Hände fallen. Außerdem mache ich mir schreckliche Sorgen um seine Sicherheit. Das versteht sich von selbst. Als Templer verlangt das Forum von mir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um unser Wissen zu vermehren. Das ist eine gewaltige Verantwortung, die ich äußerst ernst nehme. Formorus Jus ist einer meiner brillantesten Scholaren. Und wie ihr wisst, besitzen seine Forschungen ein unglaubliches Potenzial. Sein Wohlergehen ist von allergrößter Wichtigkeit. Die anderen Templer und ich unterstützen Forschungsarbeiten, die letztlich dem Wohle aller Sterblichen dienen. Bedauerlicherweise tun sich sowohl Alpha als auch Menschen häufig schwer, die Gründe für unsere Entscheidung zu akzeptieren. Den meisten Gnomen hingegen ist bewusst, dass wir nur ihr Bestes wollen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren gemeinsamen Freund Formorus Jus, den Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat? Vermutlich schon, aber ich nehme an, ihr wart in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Jedenfalls wird Scholar Jus seit dem Angriff auf seinen Turm vermisst und als sein Förderer bin ich deshalb äußerst beunruhigt. Ich will, dass ihr ihn findet. Ihr seid, wie soll ich es ausdrücken, auf einzigartige Weise für diese Aufgabe geeignet. Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Soweit ich weiß, seid ihr es, vor dem Formorus Jus auf der Flucht ist. Ich bin jedoch bereit anzunehmen, dass dem nicht so ist. Einfach ausgedrückt, könntet ihr meine einzige Möglichkeit sein, Jus aufzuspüren. Ebenso wie ich möglicherweise eure einzige Chance bin. Seid bitte nicht so begriffsstutzig. Ich bin sein Förderer. Und als solcher gehört mir alles, was Scholar Jus erschafft. Ich nehme an, das schließt wohl auch euch mit ein. Die Geheimnisse in seinen Laboratorien sind nur für die Augen von Gnomen bestimmt. Deshalb müssen sie unter unsere Kontrolle gebracht werden. Was auch immer dafür nötig ist. Es scheint, als hätte der Zwischenfall in Alistar Scholar Jus ein wenig paranoid gemacht. Jedes Mal, wenn wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten, ist er schon wieder verschwunden, bevor wir dort ankommen. Aber ihm gehen so langsam die Verstecke aus. Ich glaube, uns bleibt nur noch eine Hoffnung, Jus zu finden. Ihr. Und dafür bin ich euch dankbar. Scholar Jus hat großes Glück, Freunde wie uns zu haben. Jus besitzt ein altes Laboratorium in der Kaverne der Salzquellenminen. Ich glaube, seit der Zerstörung des Turms von Alistar hat er seine Forschungen dort betrieben. Findet ihn und ihr werdet für euren Beitrag zur Wissenschaft belohnt werden. Ich warte im Livrarium von Adessa auf die Nachricht eures Erfolges. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe so das Gefühl, der... Wie soll ich es ausdrücken? Ist nicht so gut auf Hughes gelaunt. Ob man dem echt hier vertrauen kann, da bin ich mir nicht so sicher. Ich werde erstmal die Jahrhundertpflanze suchen, die ist hier ganz in der Nähe. Die ist eh ganz kurz davor. Und dann gehen wir gleich in die Höhle rein, also keine Sorge. Aber, ich weiß nicht, irgendwas an deiner Stimme hat mir so gesagt, ich will Hughes töten. Weil dieser Satz, egal was Hughes beschafft, um jeden Preis, ich werde es zurückholen. Und was ist, wenn Hughes sich weigert? Und so wie wir den kleinen Hughes kennen, der sein Leben für uns geopfert hat, würde mich das nicht wundern, dass er sich da weigert. Zumindest an so einen merkwürdigen. Wir werden dann herausfinden, ob irgendwas an meiner Behauptung stimmt. Ob wirklich der Templer eine Gefahr ist für Hughes. Komm, geh da und vergott mich. Ich hasse dich, Skype. Ich hasse dich so abgrundtief, Skype. Du bist so ein Müllprogramm.
Ach, Fatal Error, denkst du? Warum wohl? Joho, es geht weiter. Ich möchte kurz was sagen. Skype ist so ein großer Müll, dass man es manchmal wirklich nicht sagen kann. Ja, denn wenn man auf Skype, selbst wenn man am Spiel ist, kommt da so unten so eine Skype-Nachricht. Ja, der und der ist online gegangen. Und dann hängt sich ja gleich immer King's Amulet auf. Ja, ist richtig cool. Aber keine Sorge, ich bin genau an dieser Stelle hier, als ich gegen diese Söhne von Lat gekämpft habe. Hat sich bei mir das Spiel aufgehängt, also keine Sorge, ihr habt nicht viel, ich hab nicht so viel gespoilert gehört. Auf der Suche nach Famous Hughes immer noch und ihr kennt es ja schon irgendwie. Ja, aber ich wollte noch sagen, also, dieser Octane kam mir ein bisschen merkwürdig vor. Glaube ich, habe ich ein bisschen schon gesagt. Und warum schlägt mich jeder? Das ist gar nicht nett. Es lag irgendwie an seiner Stimmlage, die war... Bisher sagen wir es einfach mal merkwürdig. Aber wer weiß das schon? Also, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass der jetzt gleichzeitig dann hier Famous Hughes einfach töten wird oder sowas. Aber ich weiß nicht, irgendwie so dieser Spruch, ja, seine, was immer er geschafft hat, das wird mir gehören. Und ich wollte diese Blume noch irgendwo hin tun. Quest, Blume. Genau das da. Und es kam mir irgendwie so ein bisschen spanisch vor, ohne jetzt gegen Spanien zu sein, aber wie eiskalt der das einfach gesagt hat. Sag mal so, ich glaube, so nett ist er gar nicht. Warum laufe ich überhaupt dahin? Ach, ich bin auch blöd. Ja, das ist ein Sohn von Latz. Die mag ich echt nicht. Okay. Ja, da kommt noch einer. Zack. Zack. Dann zieht man nochmal her und zack. Okay, activate the stone. Dann kam die geflügelte Saina, die Mittlerin zwischen Himmel und Erde aus Eshara. Sie erblickte die leidende Wüste und flog zu den Brachlanden hinab. Ihre Federn schenkten dem heißen Sand Schatten. Ihre Flügel kühlten den zerstörten Boden. Ihre Tränen fielen in den Staub und wurden zu Flüssen. Ja, klingt nett. Aber du bist nicht nett, Barge. Besonders, weil ich dich nicht mit meinem Stealth-Attack gleich warne kenne. So was finde ich echt nicht nett. Okay, gehen wir noch schnell jetzt dahinter. Go on. Ja, was kommt hier für ein Monster? Eine Banshee. Sieht hässlich aus. Ja, kotz erstmal. Kotz echt mal. Zack, zack, zack. Ach, geil. Wow. Okay. Wie immer erst auf die Banshee und dann auf den Rest. Obwohl, am Anfang habe ich es ja immer falsch gemacht. Da habe ich ja immer erst die Bugrenale gemacht. Zack, zack. 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 Zack, zack. Zack. Und bam, bam, bam. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem lieben, netten, freundlichen Octane. Wie gesagt, Octane, ich weiß nicht, er kommt mir jetzt nicht so wie Bösewicht vor, aber er kommt mir auch nicht nett vor. Zünd mir das an. Und so. Und ich frage mich, was er bereit ist zu opfern, damit er an die Forschung von Famous Hughes rankommt. Und ich werde jetzt hier noch 5 Minuten einen Part machen, da mich das so ankürzt, dass es da abgeschnitten ist. Ich will zumindest noch in die Höhle rein. Das ist das Mindeste. Obwohl, ich könnte auch so einen episch langen Part das nächste Mal machen, wo wir Famous Hughes suchen. Der zumindest 5 Minuten länger ist. So richtig episch lang halt. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass wir auch noch Egger treffen. Der hat ja auch eigentlich gesagt, er will zu Octane. Finde ich schade, dass er nicht da war. Finde ich echt traurig. Okay, dann würde ich sagen, zumindest auch nicht überziehen. Wir werden im nächsten Part, werden wir vielleicht etwas länger machen, damit wir Famous Hughes finden werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.